So, Leute. Ich muss mal ein bisschen leiser sprechen, weil es ist schon Nacht im Hause Zwergenfürst. Ihr seht hier vor der Kamera ein kleines Heftchen, das ich in meinem Regal gefunden habe beim Wühlen. Der Mensch ist keine Nummer. Dieses Heftchen würde ich gerne in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mal ein wenig unregelmäßig verteilt mit euch lesen. Vorlesen. Literarische und künstlerische Arbeit der tschechischen Kinder, eine Auswahl aus dem Wettbewerb veranstaltet durch die Gedenkstätte Theresienstadt. Ja, ich denke, es ist kein unaktuelles Thema, so etwas zu besprechen, vor allem aktuell zu Zeiten bestimmter politischer Parteien, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will, in Landtagen und anderen politischen Stellungen, muss ich glaube ich nicht viel sagen dazu. Die Vorlesung dieser, ich glaube, 15 Geschichten, 14 oder 15 Geschichten sind es, soll ein wenig als Bildungsprogramm sozusagen verstanden werden. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere zieht dort auch seine Schlüsse draus. Ja, ich lese mal schnell das Vorwort vor. Demokratie und Toleranz wurden in der tschechoslowakischen Republik, in der ich aufgewachsen bin, für selbstverständlich gehalten, schreibt Hannah Greenfield in ihrem Vorwort. Ein Vorwort ist es auch. Leider wurde unsere Freiheit im Jahre 1939 durch Deutschland zerstört, weil wir damals nicht klug genug waren, wie diese Ideale zu erhalten sind, wie wachsam man gegen blinden Fanatismus und Intoleranz sein muss, wie man sich zur Wehr setzt, wo diese überall erscheinen. Nachdem ich 4 Jahre meiner Jugend der Freiheit beraubt, in demütigenden Verhältnissen des Ghettos Theresienstadt und anderen nationalsozialistischen Konzentrationslagern verbracht habe, wollte ich meine negativen Erfahrungen in etwas Positives umwandeln. Junge Menschen lehren und überzeugen, dass sich das Geschehene nie wieder wiederholen darf. Das Programm, das ich zusammen mit der Bildungsabteilung der Gedenkstätte zusammengestellt habe, hat das Ziel, junge Menschen zu Toleranz und gutem Zusammenleben zu erziehen und das schreckliche Phänomen des Antisemitismus, der so viele Tragödien den Menschen damals und heute bereitet hat, abzuschaffen. Eine der Formen der Zusammenarbeit sind Literaturwettbewerbe und Wettbewerbe der bildenden Kunst. Dafür melden sich alle, denen die Schicksale der Holocaust-Betroffenen nicht gleichgültig sind, aber auch nicht die Probleme der Gegenwart und der Weg unserer Gesellschaft in die Zukunft. Diese kleine Sammlung von aufgezeichneten Essays und Zeichnungen ist das Ergebnis unseres erfolgreichen Programms der letzten 4 Jahre. An diesem Programm haben Hunderte von Schülern aus tschechischen Schulen teilgenommen. Die Publikation trägt den Titel »Der Mensch ist keine Nummer«. Wir hoffen, dass sie das Interesse des Lesers jeden Alters erweckt, weil sie viele Ideen zum Interesse des Lesers
Ideen zur Diskussion und zum Nachdenken enthält. Die Kinder haben uns hier durch Schreiben und Zeichnen gezeigt, dass sie ein Licht für die Zukunft sind. Ja, so viel von Hannah Greenfield. Weiter von mir. Ich werde das Ding so gestalten, dass ich das sozusagen als Gute-Nacht-Geschichte sozusagen um, ich denke mal so, entweder 19 oder 20 Uhr auf meinem Kanal hochladen werde, weil ich es für richtig halte, A, sowas zu besprechen und B, zu der Uhrzeit auch als Gute-Nacht-Geschichte geeignet finde. Ich finde es nichts Besseres, als wenn man nachts mit diesem Eindruck ins Bett geht und Zeit hat, das Ganze dann zu verarbeiten. Man kann sich das natürlich auch am Tage angucken, wenn das für einen nix ist. Aber ich, meine eigene Meinung davon ist, dass man so am besten lernt, wenn man das sich über Nacht einprägt und halt mit diesem Bild vor Augen, was manchmal ein bisschen schrecklich sein kann, zu Bett geht. Aber ja, damit mussten die Leute früher leben. Die sind nicht nur damit ins Bett gegangen, die haben damit gelebt, den Tag über. Ich brauche das, glaube ich, nicht weiter ausschmücken. Ja, und das werde ich so in den nächsten Tagen mal durchziehen. Und ich hoffe, ihr habt Gefallen daran an diesem Projekt. Ich klappe das Ganze erstmal zu. Heute wird erstmal nichts gelesen. So. Nach jedem von den Geschichten würde ich gerne so 1 bis 2 Minuten eine Schweigeminute in die Videos mit einbauen, die ich euch auch bitten würde einzuhalten und auch das Ganze ein bisschen Reviews passieren lassen. Ja, es ist nur gerecht, würde ich sagen, da mal drüber nachzudenken, das auch ein bisschen zu verarbeiten und darauf einzugehen. Gerne unter den Videos, die dieses Buch noch füllen wird, dieses Heftchen, gerne Diskussionen zu den Themen. Hat ja, glaube ich, schon die Frau, die Autorin in ihrem Vorwort geschrieben, soll zum Nachdenken anregen, zur Diskussion führen. Schreibt es in die Kommentare, packt eure Anregungen, vielleicht eure Erfahrungen. Wart ihr schon mal in so einem Ghetto oder in einem KZ und habt sowas selbst irgendwie gesehen, die Gedenkstätten und sowas? Gerne in die Kommentare unter diese Texte, die ich dann vortragen werde. Gerne auch Interpretationen und Meinungen zu den Texten, ab damit in die Kommentarspalte. Rassistische und fremdenfeindliche Kommentare, alle Sachen in diese Richtung werden natürlich sofort augenblicklich gelöscht. Und dann hoffe ich, ihr seid mit dabei bei diesem Projekt und ja, man sieht sich im nächsten Video dieses Projektes oder halt in einem anderen Video von mir. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Gehabt euch wohl.